sitzen bequem auf den Fersen im Schneidersitz oder auf einem Stuhl. Die Wirbelsäule ist aufrecht wie der Stamm eines Baums, der gerade nach oben wächst. Lenk die Aufmerksamkeit auf dem Atmen. Atmen tief ein und aus. Tief einatmen, ausatmen. Die Atmen wird ruhiger, gleichmäßiger, immer feiner, tiefer. Alle Gedanken loslassen, entspannen von oben nach unten. Alle Nerven, Blutgefäße, alle Meridianen von oben nach unten entspannen. Stelle dir die Flamme einer Kerze vor, schau direkt in ihr Licht. Das Licht ist ein Symbol für Geborgenheit. Es ist eine warme, helle, kraftvolle und klare Lichtquelle. Schließen die Augen sanft. Stellen dir dein Herz wie eine schöne Lotusblume vor. Die Blütenblätter öffnen sich langsam, sobald das Licht in einem Herzen darauf scheint. Mit jedem Atemzug öffnete sich die Blumen weiter, öffnete sich das Herz. Dein Herz ist offen für Licht, für Liebe, für Helligkeit und Kraft. Jetzt, du bist ruhiger, gelassener und friedlicher. Das Licht breitet sich von deinem Herzen weiter aus in deine beiden Hände. Es hilft dir, liebevoller zu handeln. Das Licht strömt weiter vom Herzen in deine Beine bis zu deinen Füßen. Es hilft dir, deinen Weg sicher und ohne Angst zu gehen. Mm-hmm.
Fühle jetzt die Flamme in deinem Kopf und lösche damit alle negativen, überflüssigen Gedanken. Aliki, Shami Moswa, Aliki, Shami Misi Moasa, Heimu, Kua. Strömt diese Lichtflamme zu deinen Augen, reinigen deine inneren und äußeren Augen, damit du immer mehr und mehr die Wirklichkeit siehst. Fühle das Licht weiter zu deinen Augen, um mehr und mehr die Wahrheit zu hören. Das Licht weiter zu Nase und Mund. Um mehr und mehr die Wahrheit und das Wesentliche zu sprechen. So, dass Gedanken, Wort und Taten eins werden. Reinige mit der Flamme ganz bewusst deine fünf Sinnesorgane: Augen, Ohren, Nase, Mund und Haut. Sie verbinden deine äußere Welt mit deiner inneren Welt. Du wirst immer heller, klar, leicht. Dein wahres Wesen ist Licht, ist Liebe. Dein Körper und Geist sind von Licht und Liebe erfüllt. Lass dich von dem warmen, klaren Licht ganz durchdringen. Der Geist
schöpft durch das Licht neue Kraft. Dunkelheit und Negativenergie sind aufgelöst. Spüren noch einmal das liebevolle Licht in dir, in deiner Familie, in deiner Stadt, in alle Wesen auf der Erde. Das Licht ist immer für uns da.
Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit zurück zur Lotusblume in deinem Herzen. Die Blütenblätter der Lotusblumen schließen sich langsam. Denke an die Fußsohlen, schließen die Übung ab. Beide Hände auf Bauchnabel, bei der Dame rechts unten, linken darüber, wie umgekehrt. Nach Uhrzeigersinn 6-mal. In die andere Richtung auch 6-mal. Hände zusammenfassen. Waschen Gesicht 9-mal. Wir bedanken uns.